meine Monatsfavoriten aus dem Monat September für euch, beziehungsweise Dinge, die ich wirklich in den letzten Monaten ausschließlich verwendet habe, die möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Es wird auch ein paar tolle Überraschungen für euch geben, heute in diesem Video. Ja, habe ich alles schon für euch vorbereitet. Da freue ich mich, euch darüber zu berichten. Ich habe auch einen Big, Big Fail mit dabei, den ich euch nicht zeigen werde, sondern ich möchte einfach mit euch darüber sprechen. Es hat mich sehr berührt und sehr belastet. Dazu kommen wir aber am Ende des Videos, würde ich sagen. Wir starten jetzt einfach mal durch mit meinen Favoriten. Wir nehmen mal Beauty zuerst. Und zwar möchte ich euch da meine Abschminkbutter von The Body Shop zeigen. Die hatte ich schon vor ein paar Monaten gekauft und habe sie auch regelmäßig verwendet, bis sie dann irgendwann im Schrank verschwunden ist sozusagen. Dann habe ich sie wieder rausgeholt und habe sie dann tatsächlich auch leer gemacht. Das seht ihr auch in meiner Abendroutine. Die hier habe ich mir wieder nachgekauft in Frankfurt auf der Zeil. 14 Euro habe ich dafür bezahlt und ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Sie pflegt meine Haut so, so unglaublich gut und sie duftet gut. Also wenn ihr mal bei The Body Shop seid, schaut sie euch gerne mal an. Man nimmt sich einfach ein kleines bisschen, so eine Haselnuss, große Menge sozusagen. Dann verteilt man das vorne auf den Fingerspitzen und dann trägt man sich das aufs Gesicht auf. Und dann kann man das mit Wasser abnehmen und so nehmt ihr dann euer ganzes Make-up ab. Ja, wie gesagt, ich liebe diese Abschminkbutter von The Body Shop und deshalb heute in meinem Video. Dann kommen wir direkt zu einem nächsten Produkt, das mit Abschminken zu tun hat. Genau, nehmen wir gleich mal das nächste. Und zwar möchte ich euch meine Foreo Luna Go zeigen. Die habe ich jetzt in letzter Zeit auch wirklich immer dabei gehabt, weil ich relativ viel unterwegs war. Ich packe sie eben mal aus. Ich habe sie wieder in den Karton rein, damit ihr seht, wie das ankommt. Und ja, die ist super klein und ideal für Reisen. Eben weil ich so viel unterwegs war, wollte ich nicht meine große Luna mitnehmen. Meine Foreo Luna, die habe ich euch auch schon vorgestellt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich die einfach liebe. Die hier finde ich halt super praktisch, sehr, sehr handlich. Es gibt es für verschiedene Hauttypen, eben für Mischhaut, für empfindliche Haut, für, ja, was weiß ich, alles Mögliche eben, wie das so ist. Da könnt ihr mal schauen auf der Internetseite. Also wie gesagt, ich liebe sie und ich habe sie ständig dabei gehabt. Also zum einen im Urlaub, da wollte ich nicht meine große mitnehmen. Dann auf verschiedene Events, zu denen ich eingeladen war, da hatte ich sie auch immer mit dabei. Und ja, deswegen heute in meinem Video. Als nächstes, was ich immer dabei hatte, können wir gleich mal da weitermachen, ja, ein roter Faden in meinem Video. Und zwar, was ich immer dabei hatte, waren Pinsel. Und zwar kommen die an in so einem kleinen Täschchen hier. Es sind 8 Stück enthalten und zwar für alles. Also alles, was ihr braucht, habt ihr hier mit dabei. Ich möchte da nicht die ganzen Pinsel mitschleppen, die ich so habe. Und die hier, die sind wirklich super praktisch, super edel auch, ne, von der Aufmachung her. Ihr könnt es sehen. Und die habe ich zugeschickt bekommen. Ihr wisst, ich sage euch das ja immer dazu. Und ja, da kommen wir schon zu der ersten Überraschung für euch. Ich darf nämlich ein Paketchen verlosen. Schaut mal bitte, wie edel das ankommt. Also das ist die Umverpackung meiner Pinsel. Und dann habt ihr eben, wie gesagt, nochmal so ein Aufbewahrungstäschchen, da könnt ihr die einfach reinpacken, nehmt nicht viel Platz weg und ist einfach ideal. Genau, und eins darf ich euch verlosen, dazu kommen wir dann am Ende des Videos nochmal. Da sage ich euch dann noch was dazu. Ich habe da auch noch einen Rabattcode, da könnt ihr, ich glaube, 33% sparen. Das schreibe ich euch am besten alles unten in die Infobox. Genau, also so viel dazu. Dann kommen wir wenn wir schon auf Reisen sind, zum nächsten Produkt, das ich auch ständig dabei hatte. Wirklich, ich war auf viele Events. Wer mir schon länger folgt, der weiß es auch. Ich war in Cannes mit Desorge, ich war mit Astor in München und so weiter. Ich war jetzt zuletzt mit Maggie am Bodensee. Und da habe ich immer, wirklich immer, das ist das Erste, was ich einpacke, mein Beauty Light dabei. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, beziehungsweise wisst ihr, wenn ich die Kamera ein bisschen weiter weg habe, dass an meinem Schminktisch immer diese Lampe ist. Die ist jetzt noch hier drinnen, weil am Wochenende, wie gesagt, war ich ja mit Maggie unterwegs. Und ihr habt hier einfach so Saugnäpfe, heißt es so, Saugnäpfe? Ja, ich glaube schon. Und dann könnt ihr euch das egal wo befestigen. Also ihr könnt euch das auch an einem Schrank befestigen. Und ich finde einfach, dass in Hotels das Licht immer so ultra schlecht ist, weil ja meistens die Bäder innenliegend sind. Also die haben keine Fenster. Also in den meisten Fällen ist es zumindest so. Und dann hat man so ein schlechtes Licht und möchte sich zurecht machen. Und das ist einfach das perfekte Licht. Wirklich. Es gibt verschiedene Stärken,
Heißt es dann stärken? Ja, also ne, ihr könnt mal auf der Internetseite vorbeischauen. Also ich liebe es. Marti hat dann auch noch so einen Beutel dabei zum Transportieren. Und ich habe euch mein Beauty Light schon vor einer halben Ewigkeit vorgestellt. Also ich glaube vor 1,5 Jahren oder so. Ich habe das wirklich schon ewig. Und das musste ich euch heute einfach nochmal in meinem Video zeigen. Ja, dann kommen wir am besten zum nächsten Beauty-Produkt. Da wurde ich nämlich jetzt auf Snapchat ganz, ganz oft gefragt, welche Foundation ich denn in letzter Zeit verwende. Also ich habe ja in meinem P2-Video auch eine Foundation vorgestellt. Ich teste ja immer wieder Foundations für euch. Aber wenn ich gerade nicht am Testen bin, habe ich meine Favoriten, und zwar diese beiden hier. Die mische ich immer. Und zwar ist es zum einen von L'Oreal Indefectible 24 Stunden in der Nuance 300. Und dann habe ich von Astor die Skin Match Foundation in der Farbe 103. Genau, und dadurch, dass mir die ein Ticken zu dunkel ist und die natürlich viel zu hell, mische ich die einfach und das ist für mich die perfekte Konsistenz. Das ist für mich einfach die perfekte Foundation, die hält super lange. Ja, ich liebe die einfach und ja, deshalb diese beiden heute in meinem Favoritenvideo. Dazu wollte ich aber noch sagen, genau, da kommen wir direkt zur nächsten Überraschung für euch, habe ich diese Foundation hier zugeschickt bekommen von Astor. Wer mir auf Snapchat folgt, der hat es schon gesehen. Und zwar werde ich die auf jeden Fall auch testen. Das ist jetzt was ganz, ganz Neues. Und ja, die Farbnuancen, die mir nicht passen, also die ja einfach zu hell oder zu dunkel eben für mich sind, die gehen dann an euch. Das werde ich auf jeden Fall verlosen. Ja, zu der Foundation wollte ich euch auch noch ein bisschen was sagen. Und zwar ist das neue Make-up, der Concealer und der Highlighter eine Anti-Aging-Wunderwaffe. Mit der 3-in-1-Formulierung bekommt man einen strahlenden Teint. Das Perfekte für einen makellosen Look. Ja, und jetzt kommen wir, wo wir schon bei Look sind, kommen wir mal ganz kurz zu Fashion. Da möchte ich euch nämlich nochmal mein Kleid zeigen. Super, super viele haben mich wirklich darauf angesprochen, sei es jetzt draußen, irgendwo, wenn ich ja spazieren gehe am Bodensee, haben mich da Leute angesprochen, auf Snapchat beziehungsweise eben auch hier auf YouTube, haben mich super viele gefragt, woher ich denn mein Kleid habe. Das habe ich euch auch in meinem Fashion Haul gezeigt. Ich habe es des Öfteren jetzt schon in Videos getragen und ich zeige es euch sehr, sehr gerne hier auch nochmal. Ich liebe dieses Kleid, wirklich. Es ist von Shein und es ist eigentlich für den Sommer, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall auch im Herbst tragen. Denn ja, ich kann mir das super gut mit Boots vorstellen und dann vielleicht so eine grobe Strickweste oben drüber, damit ich nicht friere und ich liebe dieses Kleid. Falls ich es noch finde, verlinke ich es euch auf jeden Fall mal unten in der Infobox. So, dann kommen wir jetzt nochmal, machen wir nochmal ganz kurz einen Sprung zu Beauty. Und zwar wurde ich da auch super oft danach gefragt, gerade auf Snapchat, weil ich fast jeden Tag, also fast jeden Tag, wenn ich nicht irgendwas für P2 getestet habe, das Video dazu verlinke ich euch übrigens auch nochmal unten in der Infobox, da habe ich eine mega Verlosung für euch, wirklich eine fette Verlosung. Und auf Snapchat habe ich im Moment auch eine Verlosung, schaut da gerne mal vorbei. Ja, auf jeden Fall, wenn ich da nichts davon getestet habe, habe ich immer von Maybelline mein Color Drama Pencil getragen in der Farbe 310 Berry Matte und ich liebe ihn wirklich. Ich liebe ja so bärige Töne, das sage ich euch ja immer wieder. Und diese Stiftform ist einfach so, so mega. Man muss nur aufpassen, also wenn ich den in die Handtasche packe, dann ja, lege ich den immer separat, weil der Deckel nicht so wirklich hält und habe ich einfach Angst, dass ich mir meine Handtasche einsaue. Aber ich liebe, liebe, liebe diesen Lip Pencil und ja, deshalb heute in diesem Video. Dann machen wir mal weiter mit meinen Haaren, die mich heute auch mal wieder tierisch nerven, aber ich versuche nicht so oft in meine Haare zu fahren, nicht, dass es euch dann wieder stört. Ja, das ist so ein Tick von mir, ich muss mir immer in die Haare fassen. So, also auf jeden Fall machen wir mit meinen Haaren weiter und ihr wisst, vielleicht, dass ich mit Desorge Anfang August nach Cannes fliegen durfte. Desorge ist eine Marke, die es schon ultra lange in Frankreich gibt, die es jetzt aber auch nach Deutschland geschafft hat, worüber ich mich total freue, denn die ist wirklich mega. Und ich durfte diese Serie hier testen und zwar für koloriertes Haar. Habe ich ja auch koloriertes Haar, pink, wie passend. Ja, es ist so, dass ich die Produkte, die wir zugeschickt bekommen haben, schon aufgebraucht habe, das hier nachgekauft habe. Das wird es beim DM und bei Müller geben und ich glaube bei Butni.
Die sind gar nicht mal so teuer. Also ich meine, 4,99 Euro kosten die, habe ich dafür bezahlt. Und ich liebe es, wirklich. Und ihr wisst ja, dass eigentlich nicht alles an meine Haare darf. Ich mir das aber nachgekauft habe, was natürlich ein gutes Zeichen ist. Das hier, das gehört noch zu dieser Serie, zu dieser pinken Serie mit dazu. Das hier ist aber noch das Produkt, das ich zugeschickt bekommen habe. Ich bin ehrlich, ich bin da ein bisschen faul. Ich habe es noch nicht ganz so oft verwendet. Es ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Man muss es erst schütteln und dann eben aufsprühen. Man muss es nicht ausspülen. Und es ist eben ein Doppelfarbelixier mit Vitamin E, eben für koloriertes Haar. Das wollte ich euch jetzt unbedingt zeigen, weil ich wirklich super zufrieden bin. Also zum einen ist der Duft unglaublich. Also wenn ich mich manchmal so bewege und dann rieche ich das noch so richtig intensiv. Und es ist so, so ein angenehmer Duft. Wenn ihr mal bei DM oder bei Müller seid, riecht einfach mal dran. Ihr werdet total begeistert sein und wie gesagt, meine Haare sind ganz glücklich, dass ich dieses Produkt sozusagen verwende. Jetzt kommen wir noch zu einem Schätzchen, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Da habe ich eben auch noch eine Überraschung für euch. Und zwar wisst ihr mit Sicherheit, wer mir auf Snapchat folgt, dass ich täglich, wirklich täglich, meinen Moolex Kontaktgrill verwendet habe. Ja, ich liebe den über alles. Ein Pancake-Video dazu wird es bald geben, das habe ich schon abgedreht und ihr könnt wirklich mit dem Moolex Kontaktgrill alles machen. Also ich habe da schon Lasagne drinne gemacht, verschiedene Aufläufe habe ich da drinne gemacht, ich habe gebraten, also es ist wirklich unglaublich, dieses Gerät. Es ist fettarm und ihr könnt das zu euch stellen und dann grillen oder eben euer Mittagessen zubereiten. Ich liebe dieses Teil und jetzt kommen wir noch zur weiteren Überraschung für euch. Ich habe nämlich einen 50% Rabattcode, was wirklich unglaublich ist. Den schreibe ich euch auch mal unten in die Infobox, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch das Teilchen zuzulegen, dann könnt ihr den anwenden. Wie gesagt, schreibe ich euch unten in die Infobox. Ja, meine Lieben, und jetzt kommen wir zum letzten Teilchen, das ich wirklich in den letzten Wochen verwendet habe und auch natürlich für euch getestet habe. Und zwar ist es ein Produkt von Hello Body. Coco Glow nennt sich das und zwar ist es ein Body Scrub mit den Inhaltsstoffen von Bio-Kaffee, Kokosöl, Avocadoöl, Bio-Mandelöl, Bio-Rohrzucker und Salz. Und es duftet so, so gut, wirklich. Also wenn ihr das verwendet, also man muss schon Kaffee mögen, weil der Kaffeeduft ist schon sehr stark. Aber die Haut ist unglaublich gepflegt danach. Sehr, sehr weich, ganz, ganz zart und ich habe es einfach geliebt, das anzuwenden und zu testen. Dazu habe ich auch die Maske getestet und zwar die Detox-Maske. Die ist auch schwarz und ihr wisst, ich liebe Masken. Bei der hier ist es allerdings so, dass sie sehr, sehr flüssig ist. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich sie mit den Fingern aufgetragen habe. Dazu ist es aber besser, wenn ihr einfach einen Pinsel nehmt, dann könnt ihr das richtig schön auf dem Gesicht verteilen. Lasst es 10 bis 15 Minuten einwirken und wenn ihr die abnehmt, werdet ihr wirklich einen krassen Unterschied merken. Also ich mag die auch super gerne. Mein Favorit war allerdings dieses Produkt hier, aber das ist auch wirklich richtig, richtig mega gut. Ja, und jetzt kommen wir zur Geschichte, die richtig heftig ist. Aber davor wollte ich euch noch sagen, dass im Oktober mehrere Fashion-Videos online kommen. Das wollte ich euch unbedingt heute noch in diesem Video sagen, bevor ich es vergesse. Und zwar bin ich mit Teil einer YouTube-Gruppe sozusagen. Viele tolle Mädels werden im Oktober ganz, ganz viele tolle Fashion-Videos online stellen für euch. Dazu wird es eine Playlist geben, die werde ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken. Und auch die Mädels, die mitmachen werden, schaut da auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal vorbei. Von mir wird es natürlich dazu auch Videos geben, da freue ich mich auch schon riesig drüber. So, meine Lieben, ich habe gerade das Video abgedreht und ich habe es mal wieder getan. Ja, ich habe einfach zu viel gequatscht. Und zwar habe ich euch von der Geschichte erzählt, die ziemlich heftig ist, aber das Video ist einfach zu lange geworden. Das ist mir jetzt aufgefallen. Deshalb seid mir bitte, bitte nicht böse. Ich werde das Video trennen, denn es würde sonst 20 Minuten gehen. Und deshalb mache ich zwei Teile daraus. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Das Video dazu wird es dann in ein paar Tagen geben. Also falls euch die heftige Geschichte interessiert, dann schaltet da auf jeden Fall ein. Zur Verlosung wollte ich noch sagen, wegen dem Pinselset. Dazu schreibe ich euch alles unten in die Infobox, auch nochmal zu dem Rabattcode und zu dem Rabattcode von Moolex. Also
Da ist es so, dass ihr 50% auf das komplette Sortiment auf der Mulex-Seite sparen könnt. Genau, das schreibe ich euch auch nochmal sehr, sehr gerne unten in die Infobox. Ansonsten hoffe ich, dass euch meine Sachen bisher gefallen haben, meine Favoriten. Und ja, schreibt mir das sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare. Da würde ich mich total freuen, wenn wir da einfach in Kontakt bleiben. Und ansonsten könnt ihr natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren. Das wisst ihr ja, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!